Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des 34. Spieltags der dritten Fußball-Bundesliga. 5099 Zuschauer sahen heute das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Eintracht Braunschweig. Bei mir darf ich die Trainer der beiden Mannschaften begrüßen. Zu meiner Linken Gästetrainer André Schubert und zu meiner Rechten KFC-Trainer Frank Heinemann. Herr Schubert, darf ich Sie um Ihren Kommentar zum Spiel bitten? Sehr gern. Ja, erstmal schönen guten Abend. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Ich glaube, dass wir auch insgesamt verdient gewonnen haben. Wir haben über die 90 Minuten eine sehr gute Leistung gezeigt, waren defensiv sehr, sehr kompakt, haben sehr, sehr gut verteidigt, wenig klare Torchancen zugelassen. Darüber hinaus haben wir dann, also nach den ersten 10 Minuten, haben wir ein bisschen Probleme gehabt, haben dann relativ schnell umgestellt von der Positionierung im Mittelfeld und danach haben wir es ganz gut in den Griff bekommen. Wenig zugelassen, immer wieder gute Umschaltmomente gehabt, auch eine Vielzahl an guten Möglichkeiten gehabt, auch klare Torchancen. Wir machen letztendlich 3 Stück, soweit ich es jetzt mitbekomme, wir haben noch 2, 3 richtig gute Chancen und mindestens eins der Tore war dann kein Abseits, also hätten wir auch noch eins mehr machen können. Ich denke, insgesamt absolut verdienter Sieg von uns, kann man der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Man hat die erste Halbzeit schon gemerkt, dass die Nervenbelastung groß ist, dass muss man im Moment auch erstmal alles verpacken. Wir haben uns jetzt seit der Winterpause richtig rangekämpft. Trotzdem, so diese Erwartungshaltung jetzt auch selbstverständlich immer so die nächsten Schritte zu machen. So selbstverständlich ist es nicht. Alle Spiele stehen immer auf des Messers Schneide. Der Elfmeter, der für mich keiner war, kann auch ganz schnell ein Spiel kippen. Also es sind alles ganz knappe Geschichten. Und dann sieht das Spiel vielleicht auch anders aus. Und dementsprechend bin ich dann letztendlich glücklich, dass wir uns für die gute Leistung belohnt haben. Auswärts und dann auch noch zu 0 und noch 3 Tore gemacht. Das ist schon gut und dementsprechend sind wir natürlich froh darüber. Ich wünsche Uerdingen für den Rest der Saison natürlich viel Glück. Ich weiß, dass es immer eine schwierige Situation ist. Ich glaube, in Uerdingen hier sind die Voraussetzungen sehr, sehr gut. Es ist eine absolut gut besetzte Mannschaft. Wichtig ist halt auch immer, dass jeder für den anderen alles gibt. Aber brauche ich dir nicht zu erzählen, das weißt du. Und wünsche euch viel Glück, dass ihr da die Kurve auch bekommt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Schubert. Einmal darf ich Sie um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch zum Sieg, André, der mehr als verdient war. Für uns ist es heute nicht nur ein gebrauchter Tag. Für mich ist es auch kaum zu erklären, so eine Leistung hier zu bringen, weil ich mich immer vor der Mannschaft gestellt habe, auch immer gesagt habe, dass wir ein Team sind. Nur heute haben wir in allen Bereichen nicht das gebracht, um letztendlich hier auch mal erfolgreich zu sein. Und wenn ich gerade höre, 10 Minuten waren wir im Spiel. Ich meine, es ist immer traurig, überhaupt davon zu erzählen, dass man mal 10 Minuten im Spiel war. Danach waren wir überhaupt nicht im Spiel, haben viel zu viele Zweikämpfe verloren, haben die Aggressivität nicht gehabt. Und dann bekommen wir einen Endball, wie wir, glaube ich, in dieser Saison schon mehrmals gehabt haben, der dann im 5er, im 16er bei uns liegen bleibt und der liegt da 3-mal, liegt da 4-mal und wir kriegen den Ball nicht weg und kriegen so das 0-1. Na, und danach haben wir noch die Möglichkeit mit dem Elfmeter zum Ausgleich, aber das ist Sonntag. Sonntag, dann macht man natürlich auch, ob es jetzt ein Geschenk war oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Hab die Situation noch nicht gesehen, aber den macht man dann natürlich auch nicht rein. Sonst hätte man volle Pause ein glückliches 1-1 gemacht und dann weiß man nie, wie es weitergeht, ja, und dann sind wieder riesige Unstimmigkeiten beim 2-0, wo wir eigentlich schon den Ball haben, wo wir dann wieder verlieren, wo wir das 2-0 kriegen. Und, ja, wenn wir dann das 3-0 sehen mit meinem Eckball, Torwart fängt den Ball ab, langer Abschlag, 1-gegen-1 Situation, die man dann da verliert, dann steht es 3-0 und dann bin ich beim André, eigentlich hätten wir heute auch hier höher verlieren können. Da müssen wir glücklich sein, dass es beim 0-3 geblieben ist. Also für mich war es heute ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Ich weiß, dass wir in diesem Jahr überhaupt noch nicht gewonnen haben. Traurig genug. Aber mit so einem Spiel hätte ich nicht gerechnet. Weil ich glaube, dass wir in den letzten 3 Spielen zuvor Pokal und 2-mal Meisterschaft ordentlich gespielt haben. Bin auch fest überzeugt, dass wir weiter eine Mannschaft sind. Aber heute haben wir komplett versagt. Komplett versagt. Bis nachher sogar noch zu einer gelb-roten Karte. Ja, und das ist, so sind wir bis jetzt hier nicht aufgetreten, seit ich da bin. Und die Zeit ist kurz.
Tabelle können wir alle lesen, am Samstag müssen wir nach Aalen und es wird schwierig genug, jetzt die Mannschaft auf das Samstagspiel in Aalen vorzubereiten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Heinemann, für Ihren Kommentar zum Spiel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Das ist nicht der Fall. Da möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Unseren Gästen aus Braunschweig alles Gute für den restlichen Saisonverlauf. Wir sehen uns hier wieder am 5.5. Dann ist hier zu Gast Energie Cottbus. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Ihr und euer KfC Leben.